Ich freue mich auf einen Tag mit Phil Laude in Köln. Phil Laude, Schauspieler, Comedian, Sänger und ihr wisst Bescheid, White Titty. Und ich habe viel mit ihm zu besprechen, über das, was er jetzt macht, aber natürlich über alles, was auch schon passiert ist. Er ist YouTuber der ersten Stunde und vielleicht gibt es am Ende des Videos ja noch eine kleine Überraschung. Seid gespannt wie immer. Viel Spaß! Sag mal, wie Scheiße! Jetzt macht er mir 20 Minuten Kaffee, um ihn jetzt selber zu trinken. Weißt du, dass er hier an der Schule war? Ja, ja, klar. So, wird es denn irgendwann nochmal ein Comeback von White Titty geben? Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Hi, freut mich. Hallöchen, Markus. Hallo. Hallo, Markus. Hallo. Morning in the morning. Oh, guten Morgen. Hallo. Grüezi. Wie geht's? Gut. Habt ihr heute hier? Justin und Julian. Du bist unangenehm vorbereitet. Ha? Hast du uns in der Story gestalkt, um zu wissen, wie die Kameraleute heißen? Ich kenn's mich doch, Allmann. Perfekt vorbereitet. Ja, ich war noch nie so sauber in diesem Büro. Oh, ihr habt extra aufgeräumt? Ja. Oh ja. Da wurde aber auch schön drumherum gewischt. Ja. So, wen haben wir noch hier? Ja, wie soll ich jetzt Kiefer anmoderieren, weil er ist eigentlich unser Ersatz für Sandro. Weil du sonst zu teuer bist. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ach so, das ist unser Chief of Tornado. Das habe ich gesehen. Ja? Genau. Ben macht Praktikum bei uns. Nicht mehr, aber ja. Wirst du immer noch bezahlt wie ein Praktikant, aber bis längst in der Festanstellung. Und Pesch muss ich dir auch noch zeigen, aber der versteckt sich im Keller gerade. Mhm. Also Pesch ist so mit am längsten mit dabei, seit White Titty eigentlich. Okay. Genau. Also ich kann ja eins sagen, um hier mal so ein bisschen so das Thema vorzugeben für den Tag. Ich habe heute mit dem Video eigentlich nur ein Ziel. Mhm. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte Philharmonie. Oh, wow. Vielleicht ganz gut. Mhm. Okay. Aber wir haben hier, ich kann solche Jokes schreiben, aber nur, wenn wir Zeit haben. Mhm. Und wir haben in dein Skript auf jeden Fall ein paar ganz gute... Welches Skript? Ganz gute Jokes reingeballert. Ich hab nie ein Skript. Ach so, wir drehen heute mit dir. Ach so, wir drehen was mit mir. Ich hab für meine Videos gibt es kein Skript. Das ist alles Impro. Ja, nee, bei mir nicht. Ist komplett durchgetaktet und ja. Ob dein ganzes Leben auch durchgetaktet ist, da reden wir später mal drüber. Ja, ist ein bisschen so vielleicht. Oh, ihr habt ja richtig Stullen geschmiert. Mhm. Und auch so nett eingepackt. Möchte jemand einen Kaffee? Ja, gerne. Ah, da war ja was. Bist du ein bisschen Kaffee-Nerd? Also legst du Wert darauf? Pass auf, die Story ist eigentlich super traurig hinter der Maschine. Und zwar, ich wollte Kaffee-Nerd sein. Also ich wollte von irgend sowas so ein... Weißt du, so eine Passion für was haben. So ein Genießer sein. Mhm. Und dann haben wir uns diese Maschine für zu Hause gekauft, für, keine Ahnung, 450 Euro oder so. Ja. Also das ist so das absolute Allmann-Einsteigermodell von der Art von Kaffee. Mhm. Und dann geht es halt Open End nach oben. Mhm. Und dann habe ich mich da wirklich reingearbeitet in das Ding und konnte irgendwann einen Kaffee machen. Und für mich hat der halt so geschmeckt wie der Kaffee vom Kiosk. Okay. Aber 450 Euro teurer. Aber liegt es vielleicht am Kaffee? Das ist jetzt die Frage, liegt es am Kaffee, liegt es an mir? Naja, also bei mir ist zumindest so, ich mag gerne guten Kaffee. Und bevor ich schlechten Kaffee trinke, trinke ich keinen. Aber also für mich gibt es keinen schlechten Kaffee, weil ich finde, Kaffee muss scheiße schmecken. Nee, ich verstehe auch nicht, wieso Leute zum Beispiel Kaffee mit Milch trinken. So, das ist wie Beck's Green Lemon. Nee, es ist halt dieses Earned Tasting, so wie Club Mate oder... Nee, aber Club Mate ist was ganz anderes. Club Mate schmeckt nach Aschenbecher. Also ich würde einen Cappuccino nehmen. Machen wir. Ja? Gerne mit ein bisschen mehr Kaffee, also so, dass man den Kaffee noch durchschmeckt. Okay. Dann musst du jetzt wirklich die Maschine anwerfen? Ja, ich würde es dir halt nicht empfehlen. Also ich würde dir nicht empfehlen, dass du einen Cappuccino von mir zubereitet aus der Maschine nimmst. Aus der oder aus der? Aus der, glaube ich, die kriegt es wahrscheinlich hin. Oder wir holen dir Kaffee um die Ecke. Nein. Versuch's erstmal. Ja. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Nee, das habe ich nicht. Okay. Bist du heute für mich früh aufgestanden oder bist du eher immer schon was früher? Also, ich
bin, ich kann es nicht richtig einordnen. Es gibt so einen Phil, der steht gern früh auf. Mhm. Und das ist dann der sich gern in so ein Jet-Set-Leben reinfühlt. So okay. Der Phil, der halt Business macht, der früh aufsteht. Okay. Der dann erstmal joggen geht. Ach so, der. Dieser Vibe, mhm. Weißt du? Und dann gibt es aber auch den, der einfach gerne gar nicht aufsteht. Professioneller Barista. Weißt du, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, ich habe ja gedacht, so, auch so lange, wie du jetzt schon dabei bist, dass du ja hier im Grunde fürs Büro kannst du doch alles sponsoren lassen, kannst du dich doch... Ja, ich mache halt keine Werbung, blöderweise. Gar nicht? Nee, ich bin ja bei Funk, Staatsfernsehen. Sollte dir bekannt vorkommen. Ja, ja. Und das heißt, du bist gebührenfinanziert. Genau. Funk zahlt mir mein Leben, aber im Austausch mache ich halt keine Werbung. Aber ist ja auch gut. Ja, ich finde es fantastisch. Also ich habe es auch bei Waititi, muss ich sagen, es hat mich auch einfach irgendwann angekotzt. Werbung zu machen? Ja. Weil du für Dinge Werbung machen musstest, für die du nicht werben wolltest? Also ich glaube, ich hätte nicht gemusst, aber wir haben es auf jeden Fall gemacht. Also unser erstes Ziel war schon, also ich meine, wir kamen ja alle aus dem Dorf und hatten nicht viel Geld. Und plötzlich eröffnet sich dir da diese Welt. Und klar, also der Ursprung war wirklich ganz rein. Wir wollten einfach geile Sketche machen. Mhm. Aber als das dann losging und als man dann einfach plötzlich gesehen hat, Alter, da kommt Cash auf dein Bankkonto, dann kommen natürlich die Dollarzeichen in den Augen und dann wollten wir erstmal ordentlich Kohle machen. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch ein Management, das ja auch mitverdient. Ja, und wir hatten damals auch so das Geldverdienen-Management. Also die haben uns letztendlich auch genau das gesagt. Die haben gesagt, ja, also wir wollen jetzt nicht unbedingt ein Bier trinken, wir wollen halt Geld verdienen. Und wir dachten so, ja, wir wollen ja auch Geld verdienen. Ja. Gerade aus der Schule raus und brauchen Cash. Ja. Und dementsprechend haben wir uns dann auch von denen erstmal beraten lassen. Und da ging es dann schon viel auch um Kohle verdienen. Und das hing mir dann halt irgendwann auch zum Hals raus, ein bisschen, muss ich sagen. Hattet ihr da auch so ein, oh, das sieht aber schon mal gut aus mit der Milch. Ja, aber jeder, der sich wirklich mit Kaffee auskennt, wird absolut cringen gerade von dem, was ich hier tue. Also ich finde, ja, also ich finde, das gehört so zu den Dingen, die man als Mann eigentlich beherrschen muss, also einen guten Kaffee machen zu können. Ich glaube, das sind auch Dinge, die Frauen erwarten. Aber das ist ja ein sehr, sehr, sehr veraltetes Männerbild. Heute gehört es als Mann dazu, zu weinen. Ja, aber öffentlich zu weinen, das ist der neue Mann. Das heißt, also er hatte aber schon einen richtigen Vertrag. Das war also schon... Ja, ja, stand alles. Das ist natürlich alles Business auch. Ja. Das ist ja also auch so funny gewesen für uns damals, weil ja, ich bin ja quasi mit Torge zusammen, würde ich sagen, so, wir sind ja so die YouTube-Opis, also wirklich von Anfang an dabei. Und die ersten Videos, die wir hochgeladen haben auf YouTube, da war YouTube noch Englisch. Also die Plattform war noch nicht von Google gekauft. Und es war einfach Broadcast Yourself und halt so diese ersten Videos, die du rausgeballert hast. Und dieses Business ist ja viel später erst entstanden. Mhm. Lange Zeit war das ja einfach nur so. Also ich vergleiche es immer, glaube ich, so ein bisschen wie die Anfänge jetzt von dieser Blockchain-Welt. Ich glaube, es war ähnlich neu damals. Jetzt bin ich gespannt, super, was der Profi sagt. Wollen wir rübergehen? Ja. Ah, guten Morgen. Ich habe ja noch einer sehr lang für Kais Cappuccino gebraucht. Ja. Morgen. Aber will noch jemand Kaffee? Hey, morgen. Boah, das ist bald 10-Jähriges. Kriegst bestimmt eine Uhr dann oder so. Irgendwas, kriegst bestimmt irgendein... Handshake. Also keine Rolex auf jeden Fall. Nein. Keine Rolex. Wieso trinkst du jetzt junger Unternehmer? Sag mal, wieso, Scheiße! Wieso, jetzt oh, macht er mir 20 Minuten Kaffee, um ihn jetzt selber zu trinken. Hm? Guck mal, das Video hat noch nicht angefangen und du hast dich jetzt schon... Klassischer Laune. Ne, du hast dich jetzt schon von einer Seite gezeigt, Mann, die man bisher nicht von dir kannte. Nee, ich lebe schon diesen Millennial-Lifestyle, das muss ich schon wirklich zugeben. Das bin schon ich. Es ist, Aber jetzt sag mal, was so ein normaler Arbeitstag jetzt hier bei euch, ne? Also ihr trefft euch jetzt hier morgens. Sieht ungefähr so aus. So? Ja. Dann gibt es so einen Mitarbeiter. Gibt es so eine, also genau, anders gefragt. Erstmal fangen wir mal so an. Gibt es so eine Struktur in der Firma? Also wie seid ihr aufgestellt? Seid ihr ein Startup? Seid ihr schon weit darüber hinaus? Also gibt es einen... Bist du der Chef
von allen? Bist du hier der Hauptgesellschafter? Bist theoretisch der Alleininhaber? Ja. Ja. Und praktisch ist es so sehr frei strukturiert, würde ich sagen. Also jeder hat noch jemand. Es gibt Sachen, die wir machen müssen, nämlich jede Woche ein Video hochladen. Mhm. Und jeder sucht sich irgendwie das raus, was halt gemacht werden muss in seinem Rhythmus. Okay. Zum einen, ich glaube, die Firma ist echt ziemlich frei so. Also da gibt es auch keine Berufsbezeichnungen so. Aber am Set ist halt schon ein bisschen Diktatur. So. Also eine ganz andere Organisationsform. Und da gibt es dann ganz klare Aufgaben. Und also, ist dann ist jeder am Set beteiligt, der jetzt hier am Tisch ist? Ja. Ja, doch. Okay. Also ich sag mal so, ich könnte jetzt so provokant sagen, also für ein Video die Woche seid ihr ganz schön viele Leute. Ja, das ist ja provokant. Ja, ich glaube, dass es nach außen oft so wirkt. Ich habe da mit Parshad letztens auch drüber geredet, dass es ein bisschen kacke ist am Job des Comedians. Es ist ja auch immer der Job, es nicht nach Arbeit aussehen zu lassen. Das stimmt, ja. Und das ist teilweise die Arbeit, weil du musst halt zum Beispiel am Set, du musst halt einfach gute Laune haben. Also anders kannst du halt kein funny Video drehen. Stimmt, ja. Aber hin und wieder musst du dich dann schon dazu überwinden und das ist dann schon anstrengend. Und hast du so erhebliche Stimmungsschwankungen, dass das häufig vorkommt, dass du die gute Laune spielen musst? Ich habe auf jeden Fall Stimmungsschwankungen. Ja. wenn du jetzt irgendwo deinen Beruf in ein Formular eintragen musst, was schreibst du dann rein? Weil es gibt ja mehr. Also bist du eben. Das ist so funny, weil ich auch immer irgendwie was anderes reinschreibe. Also manchmal schreibe ich Comedian rein, manchmal Schauspieler, manchmal Unternehmer, je nachdem. Früher war es tatsächlich, weil ich weiß noch, was echt unangenehm war, war diese Anfangs-YouTube-Zeit, wo du jedem erklären musstest, wie du mit YouTube Geld verdienst. Okay. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich studiere oder ich empfange Hartz IV oder so, weil ich einfach keinen Bock hatte auf diese Fragen. War einfach, also diese Fragen kriege ich nicht mehr, sondern es ist eher so, aber weil du aber wow, dann bist du bestimmt reich, oder? Na ich, ja. Also ich habe jetzt ja so ein paar Videos gesehen in letzter Zeit, ne, wo Kollegen gesagt haben, also wenn sie nicht mehr wollten, müssten sie nicht mehr arbeiten. Und die waren nicht so lange dabei, wie du es jetzt bist. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich den Lifestyle entsprechend wählen würde, dann müsste ich, glaube ich, auch nicht mehr arbeiten. Aber das wäre auch kein Leben für mich. Okay. Ich fand den Moment mega spannend in meiner Karriere, wo ich das realisiert habe, dass es eben nicht um die Kohle geht, obwohl ich die ganze Zeit dann in der Anfangsphase ja doch es sehr um die Kohle ging. Mhm. Weil wenn du keine Kohle hast, dann willst du erstmal Kohle haben. Und das ist ja voll. Es gibt Sicherheit. Ja, ja, Sicherheit. Und also brauchst ja einfach eine gewisse Menge an Kohle, dass es dir halt gut geht. Und das war schon mit ein Riesenziel. Und dann hast du das und merkst so, okay, du willst aber ganz andere Sachen eben auch noch. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend, wie sich Leute dann entscheiden, wie sie weitermachen. Ja. Wir wollten drehen mit dir einen Sketch. Du hast ja quasi schon zugesagt, indem du nicht abgesagt hast. Wolltet ihr eigentlich und habt euch jetzt gerade überlegt, dass vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt? Was denn für ein Sketch? Also es ist quasi... Was muss ich denn machen? Was soll ich denn spielen? Du bist der Moderator. Ein bisschen drüber, Kai? Nee, eigentlich Kai. Also einfach. Das ist drüber genug, der normale Kai. Einfach nur die Ehrenpflaume. Normal drüber. Ja. Dann... fangen wir an zu arbeiten. Ja. So. Let's do it. Let's do it. Du bist sehr... Schlägt bei dir immer wieder durch, dass du aus Hippolstein kommst. Du bist sehr hippelig. Kennst du den Ausdruck hippelig sein? Wenn jemand sehr hippelig ist? Hat das was mit Hippolstein zu tun? Ja, so? Hat das was mit Hippolstein zu tun? So hippelig sein? Mit Hippolstein und Zappe füllen. Okay. Jetzt weiß ich, warum du so aufgeregt warst gerade. Ja? Ich bin auch schon verguckt. Hi. Hallo. Kai, freut mich. Ja. Wenn, dann müssen meine Charaktere aufgeregt sein. Einmal Table Reading. Macht man das immer? Macht ihr das immer so? Ist das Standard, dass man das alles einmal so... Also sowas gibt es ja weder beim Fernsehen. Table Read? Nee. Also tatsächlich, wenn wir es richtig gut machen wollen, dann machen wir das, ja. Okay. Ja,
Herzlich willkommen zu Kai klärt. Mein Name ist Kai Pflaume und ich kläre für euch verzweifelten Singles da draußen die Liebe des Lebens. Wer bist du? Ja, ich bin der Maximilian von Betzenstein. Ich komme aus München und ich habe meine große Liebe eigentlich schon gefunden. Manni! Ich find's toll. Dann sagen wir eigentlich immer, lass ballern und dann drehen wir. Lass ballern. Dann lass ballern. Noch? Ist ja mega. Kannst du einstellen? Kai, kennst du dich aus? Überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, irgendwas, das, ich weiß nur, sehe nur, dass sie einen grünen Ring hat und das ist irgendwas mit. Es ist eine Submariner Rolly in grün Spezialausgabe. Also grün hätte schön, dich gekannt zu haben. Also grün hätte ich jetzt auch, Rolly hätte ich auch noch gesagt. Ja, ist gefälscht. Ja, weil eigentlich müsste man ja mit, sozusagen mit der Anmoderation schon vorgeben, was auf die Leute zukommt. Sehr schön, ne? Hat, weiß nicht, wer es war in der Crew, aber irgendwann hat er gesagt, ey, druck den Text für Kai Pflaume mal ein bisschen größer aus. Hm? Na klar, kannst du lesen? Lese wie ein Adler! So Leute, wir drehen jetzt ein kleines Video für Phils Kanal. Ihr könnt jetzt mal so ein bisschen miterleben, wie das hier so aussieht. Völlig überproduziert, ne? Also, ne? Aber, ist das noch YouTube? Ja, das ist die Frage, ist das noch YouTube, ne? Herzlich willkommen zu meiner Show Kai klärt. Ich kläre euch verzweifelten Singles da draußen die Liebe fürs Leben. Mit 18 Jahren Erfahrung, nur die Liebe zählt, sorge ich dafür, dass ihr am Ende der Show einen Film streamt und chillt. Nice, nice. Genau, ich würde gerne einen einfach noch hinterher schießen. Einfach noch für Safety. Das ist immer für Safety ist so die. Die schöne Formulierung dafür, da ist noch Potenzial, da geht noch was. Ne? Nochmal in gut vielleicht. Ne, nur falls der Ton nicht so ideal war. Ne? Wenn du es schaffst, ein bisschen vielleicht schneller. Schneller und lauter, ja. Wenn du es schaffst. Okay. Ich dachte, das Laute ist dein Part. Oh. Hey. Dann blende ich jetzt den Applaus ein. Jetzt kommt es. Hey, sind Panflöte spielen, Slacklining. Versuch dich wirklich so ein bisschen noch mal wegzubewegen. Ich bin vor allem kein Freund vom Staatsfernsehen. Ich bin hier nur, um zu sagen, dass das hier alles. Lasst euch keine Lügen erzählen. Dankeschön. Super, ja. Das, ich komme, ja. Vielen Dank. Danke. Mega sehr geil, dass du mitgemacht hast. Mega spannende Erfahrung. Ja. Aber wieso noch mal? Sollen wir jetzt? Ist natürlich sehr spannend zu sehen, wie so ein Sketch entsteht, wie das alles gedreht wird. Aber Phil ist schon ein guter Schauspieler. Na denn, mal guten Appetit. Bis später. Der Junge muss mal in die frische Luft. Natürlich habe ich auch meine Sonnenbrille dabei. Ja, ist so ein Sonnenbrillenwetter auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt total abgestunken neben dir. Ja, muss schon sein, ne? Eine coole 3-Euro Sonnenbrille. Was machst du denn jetzt, wenn du nie, also wenn jetzt so ein Tag, wenn du jetzt nicht gerade im Studio bist, wenn du jetzt nicht gerade große Videos drehst, wie verbringst du dann so ein bisschen Zeit? Also es gibt nicht so irgendwie so, ich habe nicht so das Hobby, was ich immer mache. Also ich glaube, mein Hobby ist echt das, was ich halt beruflich mache. Also Videos drehen und, keine Ahnung, Klavier spielen oder Stand-up war auch ein Hobby. Was so privat, also es ist immer halt, ich mache immer andere Sachen. Ich bin so auch da so ein bisschen Millennial-mäßig unterwegs. Aber was ich letztens angefangen habe, ist den Jakobsweg laufen. So. Den wirklichen Jakobsweg? Genau, also ich bin hier gestartet am Dom. Vielleicht finden wir noch so einen Sticker, dann kann ich dir den zeigen. Und es war tatsächlich relativ, also es war einfach nicht so geplant, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Ich bin dann wirklich einfach zum Dom, habe gefragt, wo es lang geht und bin losgelaufen und bis Trier. Wie lange hast du gebraucht? Ich glaube so 2 Wochen. Und hast du irgendwas über dich selber erfahren?
Ja, du bist halt die ganze Zeit mit deinen, also du bist, das ist sehr still halt die ganze Zeit und du bist halt mit deinen eigenen Gedanken unterwegs und das ist schon, also viel, was man normal so liest in schlauen Büchern, das erfährst du auf dem Weg quasi, du erfährst es halt eher. Mhm. Zum Beispiel, ne, die Sache mit zu viel online sein oder zu abgelenkt sein, nicht im Moment sein. Mhm. Wenn du halt am Jakobsweg abgelenkt bist, dann verpasst du halt einen von diesen Stickern und mhm. läufst halt mal irgendwie 20 Minuten in die falsche Richtung. Mhm. Und dadurch ist es quasi wie so eine, also du musst halt gewisse Sachen, die du sonst nur in Büchern liest, was du theoretisch machen musst, musst du halt praktisch machen auf so einem Weg, mhm. um klarzukommen. Und bist du den Weg bewusst gegangen, weil du eine Selbsterfahrung gesucht hast oder war es am Ende das Ergebnis von Langeweile und ach ja, dann gibt es ja den Jakobsweg? Ich denke mal, am Ende war es eine Mischung. Also ich habe mir schon vor 5 Jahren oder so mal in die Bucketlist geschrieben, dass ich das irgendwann mal machen möchte. Aber die Zeit, in der ich damit angefangen habe, das war auch einfach tatsächlich eine schwierige Zeit und es war schon so eine Zeit, wo ich ein bisschen zu mir selbst finden wollte. Mhm. Und ich bin jetzt nicht religiös im klassischen Sinne, mhm. aber spirituell bin ich auf jeden Fall. Mhm. Und diese Erfahrung einfach mit sich selbst. Und das finde ich auch das Wichtige. Ich hätte keinen Bock, so zum Beispiel ganz viele pilgern ja nur dieses letzte Stück in Spanien. Aber da ist ja einfach, da findest du dich selbst ja mit anderen zusammen. Das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Und wenn du halt in der Eifel pilgerst, dann bist du halt mhm. Mutterseelen allein. Das ist schon geil. Bist du jemand, der gut alleine sein kann? Nee, genau deswegen habe ich es dann gemacht. Mhm. Ja. Du? Schon ganz gut. Also gibt ja so Menschen, die das gar nicht können, ne? Also auch so im Hotel sein und allein im Zimmer sein und mhm. so. Das kann ich schon gut. Ja, ich glaube, weil ich mich sehr so von Menschen anstecken lasse. Also mhm. wenn zum Beispiel Leute um mich rum gute Laune haben, kriege ich auch sehr mhm. schnell gute Laune und umgekehrt. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist immer gut für mich, wenn ich Leute um mich rum habe, die mich irgendwie stabilisieren oder so. Mhm. Und andererseits war eben genau das die Challenge bei dem Weg, einfach zu sagen, hey, was passiert, wenn du mit dir alleine bist? Weil im Prinzip bist du dann ja im Dialog mit dir. Mhm. Und quasi, wie ist dieser Phil in meinem Kopf, wie ist der zu mir? Mhm. Und dafür habe ich das gemacht. Mhm. Verstehe. Mhm. So, jetzt können wir mal einen Persönlichkeitstest machen. Ich bin selber gespannt. Ja. Man kann ja am Eis auch erkennen, was man so für ein Typ ist, also welches Eis man so nimmt. Ja. Also ob man eher ein Klassiker ist oder ob man eher experimentell unterwegs ist. Das Salted Caramel. Oh, was, das nehme ich. Wenn ihr was Frisches braucht, die Zitrone mit, sehr, sehr lecker. Okay. Weißt du, was ich meistens mache? Mhm. Ich mische einen Klassiker und eins, was ein bisschen anders ist. Mhm. Und das wäre für mich einmal Stracciatella und einmal Kokos und Mandel. Für mich Salted Caramel mit Himbeer. Ich bin ja... Mach mal 50-50. Was soll ich denn so einen Allmann-Move? Aber auf dem Cent, genau. Hm? Ja, mit Handy bitte. Das geht auf den Lukas. Das geht auf den Lukas? Ui, Ehren-Lukas. Dann vielen Dank an Lukas. Dankeschön. Na, Grüße gehen raus. Welcher Lukas denn? Das sieht schon geil aus. Kokosmandel. Muss man schon sagen. Also Kokosmandel kann was. Salted Karamell ist auch tierisch. Was bist du für ein Urlaubstyp? Weil du gerade sagst, du kennst niemanden, der sich nie aufs Meer einigen kann. Also wenn du jetzt... Oh, ich liebe Meer. Ich liebe Ausblick. Wir gemacht haben was ganz Geiles. Wir sind mit dem Zug von hier an die Côte d'Azur gefahren. Ich nutze das jetzt als Beispiel. Also Côte d'Azur, ist das dann eher gemietetes Apartment? Kleine Pension, schickeres Hotel, Camping. So Airbnb. Ich finde es nicht so cool, sich so auf eine Sache festzulegen. Deswegen bin ich persönlich zum Beispiel auch gar kein Fan mehr von so Besitz, weil du legst dich halt auf eine Sache auch fest. Das ist ja auch Verpflichtung. Also ich habe auch kein Auto, weil es halt einfach... Wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Genau, und es ist halt so... ja, dafür habe ich aber halt die Auswahl von allen Autos, die ich halt mieten kann. Mhm.
Also weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, dass sie ja auch durchaus jung, also in frühen Jahren auch mit Waititi ja schon ein bisschen Geld verdient hat. Warst du dann so schlau, das auch ein bisschen was anzulegen? Ja, aber gar nicht mit Aktien oder so, sondern ja, ich habe halt viel quasi wieder in so die Firmen oder die Projekte gesteckt, die ich halt gemacht habe. Also, dass ich halt jetzt quasi eine kleine Produktionsfirma habe, das wäre natürlich nicht so möglich gewesen ohne den ganzen Vorbau. Könnte ja vielleicht gleich nochmal ein Stück Richtung Rhein runtergehen, ne? Absolut. Mhm. Aber wie schnell warst du bitte mit deinem Eis? Das war unglaublich lecker. Das ist saugut, ja. So, jetzt gehen wir zum Wasser. Inwieweit stresst dich das Internet mit all dem, was damit zusammenhängt? Boah, also ich weiß noch, dass mich Instagram mal extrem gestresst hat, also Stories machen. Du stellst ja was von dir rein und die Leute haben sofort die Möglichkeit, halt dich zu kommentieren und ich kann dann nicht abschalten oder so. Also ich muss dann immer gucken, was halt passiert, wenn ich eine Story mache. Also ich hatte auch diese klassische YouTuber-Zahlenkrankheit, wo man wirklich nur noch guckt, wo sind die Statistiken und wie viele Abos hast du gemacht und so. Aber das ist mittlerweile ganz gut geheilt, glaube ich. Also ist nicht mehr so schlimm bei mir. Ist bei dir so relativ gleich oder guckst du eigentlich auf Zahlen? Oder das Nö, ich sehe die Zahlen natürlich auch. Also klar, ich gucke auch auf Kommentare und so. Ich glaube, der Unterschied ist nur, weil ich habe natürlich mit dem einen oder anderen ja schon mal über das Thema gesprochen, dass ich mein Wohlbefinden eben nicht mehr davon abhängig mache. Ne? Mhm. Weil ich habe gelernt, man kann das nicht allen recht machen. Du kannst Dinge so gut machen, wie du willst. Und es gibt trotzdem immer noch Menschen, die irgendwas auszusetzen haben. Ja. Und das ist was, glaube ich, da habe ich eine andere Gelassenheit und eine andere Grundruhe. Und für mich ist YouTube ja auch nicht der Hauptteil meiner Arbeit. Ja. Ne? Sondern das ist was ganz Wunderbares, was ich halt quasi neben dem Fernsehen mache. Und deswegen kann ich mir das ja genau aussuchen. Ne? Ich muss nicht jede Woche ein Video machen. Ich überlege mir, mit wem mache ich ein Video, wie viele Videos mache ich im Jahr. Mhm. Je nachdem, wie es zeitlich passt und wie ich Lust habe. Und das ist eigentlich toll. Du hast ja auch schon den einen oder anderen Trend mit zu verantworten. Also zum Beispiel die Verunglimpfung der Sprache. Bims. Ja? Ja. Hallo, ich bin der Justin. Du bimst. Der Justin. Ich bin der Justin. Sehr gut. Und du hast was mitgebracht? Mein Freund Timo war nicht so lieb von der Neißigkeit her. Mhm, okay. Aber ich bin nicht der, also ich bin nur mit auf den Hype Train. Ich habe quasi das Thema mit groß gemacht. Aber ich weiß, die haben schon davor wirklich auf Twitter so gelabert. Ja? Ja. Also gibt es einen Erfinder? Na, angeblich Moneyboy. Okay. Ja. Du hast es dann einfach verbreitet. Ja, aber das ist immer mein Ding. Also ich habe schon immer den Hype-Train bis an die Spitze mitgeritten. Alman ist ja auch keine Erfindung von mir. Nee. Ist ja einfach nur das türkische Wort für Deutscher. Abduschen, Freundchen. Komm mal her. Du fängst unten bei den Füßen an und dann arbeitest du dich langsam vor zum Herz, weil sonst gibt's einen Herzinfarkt. Ganz einfach. Hey! Jetzt springt der vom Beckenrand! Anzeige ist raus, Freundchen! Okay, jetzt gehe ich zum Bademeister. Also ich finde, es ist ja gar kein Problem. Also man muss ja nicht Trends völlig neu kreieren, wenn das überhaupt möglich ist. Aber sie früh zu erkennen und dann mit groß zu machen, ist ja auch ein Talent. Ja, du musst halt auf Reddit gehen. Ja. Hast du einen, was würdest du sagen, wenn wir über das Alman-Thema reden? Was ist das Deutscheste an dir? Ich glaube, dass ich so ein bisschen Kontrollfreak bin. Und das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Das ist auch super Deutsches. Ist der, hey, ne, auch das mal ganz kurz. Ne? Ich habe ja schon mit dem einen oder anderen gedreht jetzt. Ne? Ja. Aber der Dreh mit dir, da hast du schon dafür gesorgt, dass es da einen Plan gibt. Ja, safe. Also. Was machen wir eigentlich wann, wo, wie? Ne? Ja, es ist voll funny jetzt bei der Serie. Wir arbeiten da beim Schreiben von den Skripten auch mit so einem Plot-Schema. Ne? Da heißt dann irgendwie
Der Held der Story macht einen Fehler, der große Konsequenzen hat oder so. Ne? Ganz kurz, wenn wir über die Serie reden, ne? Weil wir müssen unsere Zuschauer mehr mitnehmen. True that. Ja. Da kennt sich einer aus. Ja, natürlich. Ne? Ja. Also wir reden von Almania. Krasse, lustige Serie. Gibt 2 Folgen in der ARD-Mediathek. Genau. Könnt ihr euch mal anschauen. Noch. Und jetzt gibt es demnächst 8 neue. Yes! Und ihr habt gerade die Bücher geschrieben. Genau, wir sind seit Anfang des Jahres, ist das so mein Baby, diese 8 Bücher zu schreiben. Und wir fanden es total lustig zu sehen, wenn man Frank Stimpel, also diesen Prototyp Deutschen, einfach nur in so ein Story-Schema reinsteckt, dass es sehr oft zu so sehr extremen Geschichten am Ende kommt. Mhm. Und deswegen ist das so meine Definition von sehr deutsch, ist so verbissen und kontrolliert. Mhm. So als sowohl positive als negative Auswirkungen manchmal. Inwieweit hat deine Kindheit, wie weit hat sich das geprägt? Also Hippoltstein, bist ja nicht da geboren, das weiß ich, aber ganz klein, glaube ich schon. Mhm. Ja, also wahrscheinlich halt komplett. Ja, ist das so, ne, ist das so am Ende das Gefühl, es gibt ja so diese, ne, es gibt ja auch so diese Theorie, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will da unbedingt raus und das ist für mich Motivation. Ja. Ich will weg da, ich will in die große Stadt, ich will die große weite Welt kennenlernen. Ja, das war schon bei uns so, auf jeden Fall. Also es war irgendwie so raus und eigentlich genau das. Große weite Welt, Medienwelt, Schauspielwelt. Wir wollten da irgendwie rein und dahin und deswegen sind wir dann auch nach Köln. Also für uns, in unseren Köpfen war es immer so, da sind wir vielleicht doch noch so ein bisschen alte Schule einfach erzogen gewesen, weil es war immer so, auf dem Land geht das gar nicht. Mhm. Also wir müssen, um irgendwie erfolgreich zu werden, um von Comedy leben zu können, müssen wir in die Comedy-Stadt, müssen wir nach Köln. Und heutzutage sehe ich das gar nicht mehr so. Also ja, sieht man ja, gibt genug Leute. Torge, beste Beispiel. Mhm. Und das finde ich so geil, wie er es einfach in Wesselburen durchgezogen hat. Und ich weiß noch damals so auf einem der ersten Treffen hier von dem YouTube-Netzwerk in Köln, Mediakraft, da war Torge auch mit dabei und wir haben so gelabert und ich meinte so, ja, willst du nicht nach Köln? Also willst du es nicht so professionell machen? Und er meinte halt so, nö, war ich schön hier. Hier wurden wir auch das erste Mal erkannt, ever, in unserer ganzen Karriere. Es war genau da drüben und wir haben so getan, als würde uns das ständig passieren. Ganz cool, Autogramm gegeben, Fotos gemacht. Dann sind wir um die Ecke rum. Wir haben uns so gefreut wie kleine Kinder. Ja, also hier ging es schon los. Hier ging das Krasse los. Was wo für ein Pilgerweg diese? Ist da steht's. Ha, hier. Sehr guck gut. Hier, Adlerauge. Du hast einen gefunden. Das sind diese Dinge? Ja. Okay, woher weiß ich, wo ich jetzt das nächste davon finde? Na, du weißt jetzt quasi, in welche Richtung du gehen musst. Also die Straße runter. Diese Straße weiter. Mhm. Und ich glaube, da ist schon der nächste. Die Almans haben den natürlich super ausgeschildert. Also du musst schon sehr unaufmerksam sein, um es nicht zu sehen. Das heißt aber, ich kann jetzt von hier bis nach Spanien? Yep. Du kannst von hier bis nach Santiago de Compostela einfach diesen Schildern folgen. Und wie weit ist es? Bis dahin, ich glaube, lass mich nicht lügen, mindestens 3000 Kilometer, vielleicht auch viel mehr. Es ist lang, saulang. Mhm. Guck mal, wir können uns, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal auf dem Jakobsweg auf ein Käffchen. Das wäre doch die Krönung. In einem Käffchen? Wir treffen uns mal Joke, auf dem Jakobsweg. War das nicht der Joke? Habe ich den Joke nicht verstanden? Nein, ich glaube nicht. Wir treffen uns mal auf dem Jakobsweg auf ein Käffchen. Das in einem Käffchen? Das wäre doch die Krönung. Die Krönung. Weil er gekrönt wurde, Jakob. Er hat ihn wirklich nicht verstanden. Habt ihr ihn verstanden? Frag mal deine Mutter. Okay. Wir fragen sie einfach selber. Jakobs Krönung. Ah, da war was. Jetzt ein Kaffee. Gut, der war aber um 10 Ecken. Nö, der war ein bisschen anspruchsvoller. Ja, der war nicht so flach halt. Wie oft kommst du noch so nach Hause? Wie oft bist du noch in Hippoltstein? Boah, ich glaube zu selten. Das letzte Mal so vor einem halben Jahr, glaube ich. Mhm. Die Mann kann doch bestimmt auch super Schnitzel, oder? Schnitzel ist gar nicht so ihr Ding. Nee? Nee, Kaiserschmarrn würde ich sagen. Okay.
Züricher Geschnetzel. Nein, ach, nee, die Mama kommt ja aus Österreich. Königsberger Klopse. Was esse ich denn noch gerne? Ja, theoretisch kann die Mama alles. Das ist, auch ist ja auch die Mama. Ist die Mama. Und die schmeckt Mama auch immer am besten, selbstverständlich. Okay. Also wenn du, ich sag mal so, ne? Also wenn du... Lehnst du dich gerade auf den Kaiserschmarrn ein? Richtig verstanden. Ich habe gerade schon abgewartet, wie lange es dauert. Ne? Aber, hat lange gedauert. Was muss ich denn jetzt noch sagen? Also ich habe Zeit. Alright, ja dann. Ja, wollen wir mal wieder? Okay, lass nach Hilbertstein. So. Mama Laude, ich freue mich auf Kaiserschmarrn. Auch bin gespannt, was Mama sonst für uns so vorbereitet. Dann wir kommen. So schnell geht's, ein paar Tage später und schon sind wir in Hippolstein. Unfassbar, ja? Wie haben wir das denn gemacht? Sind die Einwohner von Hippolstein eigentlich Hipster? Ja, könnte sich irgendwann mal verbreiten. Ja. Und wir gucken uns jetzt mal ein paar Orte an, zu denen du eine ganz besondere Beziehung hast. Ja, gerne. Also hier hinter uns zum Beispiel, hier findet die berühmteste Quizshow der Stadt statt. Ah ja, genau. Es ist ja das Rathaus. Selbstverständlich, da macht keine neue Rateshow. Ja, was willst du sehen? Na, ich möchte die Orte sehen, zu denen du eine besondere Beziehung hast. Ja, alles eigentlich. Beste Buchhandlung von Hilbertstein, hier habe ich immer Pokémon-Karten gekauft, statt in Klavierunterricht zu gehen. Heimlich? Wo hast du heimlich geraucht? An der Schule. Okay. Das ist ein bisschen funny, Kai, aber ich muss dir erzählen, dass wir seit dem Dreh mit dir bei uns im Team den Kai Pflaumendaumen eingeführt haben. So, wenn ein Joke so richtig guter Schenkelklopfermaterial ist, gibt es den Kai Pflaumendaumen. Und ich finde es gut. Ich finde, auch den solltest du beibehalten. Sollte ich mir patentieren lassen. Gib dem Video einen Kai Pflaumendaumen. Den Pflaumendaumen? So, lass mal ganz da oben auf den Turm gehen. Ja, gute Idee. Und dann haben wir ja da wahrscheinlich den ultimativen Rundblick. Ich hab's dir versprochen. Ich komme nach Hippolstein und bring dich ganz groß raus. Bring dich ganz nach oben. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Boah, ich war auch schon echt lang nicht mehr hier. Hast du Fußball gespielt mal? Absolutely not. Hab ich doch erzählt, ich musste immer ins Tor und das Ziel war nicht, Tore zu schießen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich war doch Team Schultheater. Warst du damit eigentlich der Verrückte oder der Nerd? Beides. Das ist nicht beides, so einfach, ne? Wenn man sich den Künsten verschreibt. Ja, ich hatte so verschiedene Phasen. Dann Skaten auch noch, hab ich dir auch erzählt. Und aber auch Magic-Karten abgenördet. Mit Pokémon-Karten ging es los. Und das war dann mein erstes Business, war Magic-Karten verticken an der Tischtennisplatte. In welcher Phase dieses junge Lebens hast du am besten mit den Mädels connected? Schultheater? Mit Schultheater, also da habe ich mein Ding gefunden, nämlich Klavier. Das war, da gab es so eine Palette an Songs, die musstest du können. Mhm. Um bei den Mädels zu connecten. Okay. Exactly. Machen wir uns mal auf den Weg zur Schule. Ein bisschen chillen. Ja. Ach, mal die Frage ist ja, klassische Interviewsituation. Wenn wir jetzt hier sitzen, ne, und für ein YouTube-Video gefilmt werden, ne, ist es dann Online-Banking? Weißt du, was ich so geil finde, wie du die immer staged. Weißt du, weil du musst ja schon ab da drüben genau das geplant haben. Ja, aber das ist ja eine Frage des Timings. Ich mag das einfach immer, wenn man so dedicated ist für so einen Joke. Ja, dann freilich. Grüß dich. Hast du Wurststimme für mich? Aber ich konnte ganz schön lange machen. Hallo. Kein Pflaumen, hallo. Ich war Schulhausmeister im Gymnasium oben. Hab schon gehört, das weiß man auch in München. Aha, die Geschichte. Super. Wie lange? Mann an der Schule. 21 Jahre. Krass. Mhm. Ja, da hat man halt solche Typen da kennengelernt und das ist super. Ja, also was trifft man sonst nur an der Sonderschule, ne? Aber, ja. Absolut. Schnitzel-Sandwich war legendär. Okay. Das war so das Premium. Mhm. Butterbrezel fing es an, Schnitzel-Sandwich war. Und einmal habe ich eine 6 kassiert, weil ich gespickt habe. Dann habe ich heulend aus der Klasse rausgerannt, vorne zur Haupttreppe. Da kam der Klaus, hat mich wieder aufgebaut. Pep-Talk. Ja. Verstehe. Ja. War einmal der einzige
Schüler da bei der Abi-Rede gesagt, dass ich der einzige Pädagoge bin hier im Gymnasium. Hat er gesagt? Ja. Da gibt's nicht ich, aber irgendwie jemand. Aber es stimmt. Da gibt's den Pflaumendaumen. Dafür gibt es absolut ja, genau. Pflaumendaumen. Mhm. Good job. Ja. Sehr cool. Und in meiner Schulserie heißt der Hausmeister jetzt auch Hausklaus wegen dir. Ah. Mhm. Hast du schon gesehen? Almania. Nee, muss ich dir mal schicken. Ja. Ja. Damals, wie es angefangen haben vom Weichdigi Büro, habe ich ein Prospekt gekriegt, habe ich an meine Tür hin. Weil in der Früh habe ich immer Außenaufsicht gehabt, also die Schüler, und da war die Tür immer offen gestanden. Der Schulleiter kommt, das Bild muss weg, das ist nicht für uns. Ne? Also er war eigentlich dagegen. Ist eigentlich war er Aushängeschild für unsere Schule, und, aber er war da dagegen und hat da. Die Schule hat YouTube nicht so ernst genommen. Ja. Ja, aber nur der jetzt. Klaus. Ja, er wusste schon früh Bescheid. Ja. Ja, wir gehen jetzt mal hoch zur Schule, wir gucken jetzt mal hoch. Wir sehr gut. Mal. Okay, danke, mein Lieber. Ja? Vielen Dank. Alles Gute. Aber dass du den Hausklaus jetzt bei Almania ein Denkmal gesetzt hast, finde ich ja super. Ja, das war auch irgendwie, er war so der hat er halt irgendwie dran geglaubt hat. Mhm. An dich? Keiner. Ja. Mhm. So, hier, guck mal hier jetzt. Das ist nicht meine Schule. Das ist deine Schule da. Das ist meine Schule, ja. Richtig traurig. Aber das heißt ja dann. Alles neu. Das heißt, das alte Gymnasium ist offensichtlich komplett abgerissen worden. Ja. Und man hat dann Neues hingestellt. Hi, du bist aber neu. Du bist Lehrer hier. Ja, ja. Weißt du, dass er hier an der Schule war? Ja, klar. Okay. Also lustig. Weiß man, spricht man davon noch an der Schule? Ich weiß es halt über meine Frau, die ist ja auch ein älteres Semester, genau. Ja. Und die war zur gleichen Zeit wie du. Hallo? Mal ganz kurz. Ja. Die Kamera läuft. Hast du, ne? Also nur, dass du dir klar wirst, falls deine Frau das Video guckt. Ja, ja. Das ist mir alles klar, ja. Aber es scheint doch okay zu sein. Also ich wollte ja nur darauf hinweisen. Okay, dann gucken wir mal kurz rein. Der Geruch ist aber. Oh, ja. Das ist ja noch die alte Sporthalle. Ja, genau, es riecht auch noch nach alter Sporthalle. I remember. Ja, hier waren wir Taekwondo beim Klaus. Okay. Ja, das ist der einzige alte Teil, der noch übergeblieben ist. Du willst natürlich auch wissen, wie so eine Almania-Schule jetzt heute aussieht, ne? Ja, aber ich finde es für mich ist keine Schule. Also, genau. Guck mal, entscheidendere Frage ist doch heute, gibt es das Schultheater noch? Gibt es Schultheater? Das macht aber nicht mehr der Herr Meier. Nee. Wer macht das jetzt? Der Herr Strauß. Ah, okay. Ist das jetzt aber cool, das Schultheater, oder ist das uncool? Ja, ich will ja. Was hast du denn das erste Mal gesehen von White Titty? Kam das irgendwann an so in der? Ja, schon. Ich kam so mit den Musikvideos dann. Ja. So richtig groß für mich ist es geworden, als ihr ein Echo gewonnen habt. Ach, die Geschichte, ja. Ja, wobei, das haben wir selber nicht ganz begriffen. Ja, nur man muss ja sagen, der Echo als Musikpreis war ja immer insofern besonders relevant, weil er ja auf Verkaufszahlen basierte. Das war ja kein Jurypreis, sondern das war ja wirklich so, da wurden ja nackte Zahlen analysiert. Und dann hat man gesagt, hier, Waititi, Echo national. Ja, unser war ja ein Publikumspreis, also mit so Abstimmung und war crazy. Wir haben es auch nicht erwartet. Dementsprechend hatte Ost nur eine Jogginghose. Fast so geil wie der Bravo, Otto. Den mag ich auch gern. Warst du auf der Titelseite der Bravo? Ich glaube, wir waren ein paar Mal drauf, ja. Immer mit Sprungbild. Ah, okay. Also 3, 2, 1. Ja, haben wir noch schon ein bisschen was gesehen. Oh yes. Gibt's was zum Mittag? Jetzt gibt's was zum Mittag. Bei Mama? Ja, Mann, ich freue mich richtig drauf. Okay. Kaiserschmarrn. Was ich ja sagen muss hier, ist nach unserer kleinen Tour hier durch Hippolstein. Ich habe jetzt ein paar von den Hipstern hier kennengelernt. Ne? Yes. Die Leute hier in Hippolstein sind ja alle unglaublich ehrlich. Ne? Ja. Und das zeigt wieder mal, absolut. Hips don't lie. Pflaumendaumen. Hallo, da kommt ja ein bekanntes Gesicht zu meinem Fenster rein. Vielen Dank. Zu meinem Türfenster. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Schön, dass ich hier bin. Kennt man doch auch irgendwie. Ja, irgendwoher. Phil hat mich in Verlegenheit gebracht. Er hat sich Kaiserschmarrn gewünscht. Und ich muss zugeben,
eben, ich habe seit 20 Jahren keinen Kaiserschmarrn mehr gemacht. Das war früher als 20 ist für die Kinder. Naja, so ab dem 10. Lebensjahr war Schluss mit Schmarrn. Und Mama Laude ist auch okay? Ich bin Mama Laude, ja. Birgit wäre beinahe Niki Laude geworden, weil Niklas oder Nikolaus oder Nikolai hat mir sehr gut gefallen. In Flensburg gab es die Nikolaikirche. Und Elias, du wolltest mich doch nochmal umbenennen. Auch, Elias. Ja. Hast du einen zweiten Vornamen oder so? Nee, ich heiße Philipp. That's it. Phil. Meine Geschwister heißen Emanuel und Siri. Und ich heiße Philipp. Deine Schwester heißt nicht, Siri, oder? Doch, meine Schwester heißt Siri. Deine Schwester ist Siri? Am lustigsten war es, als sie auf einer Party Alexa getroffen hat. Da hättest du dabei sein müssen. Aber viel interessanter, neben der Frage, welche Spitznamen Phil jetzt für dich hatte, als Mama, ist ja, welche Spitznamen hattest du für ihn als Kind? Ja, er hatte tatsächlich Spitznamen und zwar, er war nämlich als Kind schon, hatte er so eine philosophische Art, er hat immer gern über Gott und die Welt nachgedacht und war sehr, ein sehr nachdenkliches Knirpschen und das, er hat halt immer so Ideen gehabt, zum Beispiel, wenn ich traurig war oder so, kam er mal auf diese Idee, das hat mich wirklich fasziniert, mir zu sagen, Mama, du musst nicht traurig sein. Weißt du, was ich glaube? Da war er ungefähr so 4. Dir fehlt ein Puzzleteil. Weil man muss so quasi, ne? Er hat so ganzheitlich gedacht, dir fehlt, glaube ich, ein Puzzleteil. Und wenn wir das finden, dann geht es dir wieder gut. Und das fand ich so toll. Sein Bruder Emanuel hat das auch gehört. Und ich hab zu Philipp gesagt, du, ich finde, das ist ein Philosoph, habe ich zu seinem Bruder gesagt. Was sagt er, der Emanuel? Nee. Finde ich jetzt echt blöd. Mhm. Das ist ein Philosoph. Und das ist in meiner Weile geblieben. Da war das altklug. Es kann natürlich, wenn so ein Vierjähriger sowas sagt, dann kommt das ein bisschen altklug manchmal rüber. Ne? Ja, das ist ein ganz gutes alkoholfreies Bier. Aus der Region von Neumarkt. Also da ist nur ein Fingerhut-Sekt drin. Danke. Uiuiuiui. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich freue mich sehr. Cheers. Der Philipp trinkt ja keinen Alkohol. Wenig. Wenig bis kein. Wenig oder richtig? Gute eherne Schüssel. Was ist es? Ist es Brokkoli? Ist es Bärlauch? Was glaubst du? Kocht mal. Ja, das Zucchini. Als hättest du es gewusst. Ja, grün ist es. Könnte auch Brokkoli sein. Naja, aber diese Art Suppen mag ich so gern. Also diese, wirklich? Ja, diese Gemüsesuppen so ein bisschen. Tut mir leid, ein ganz kleines bisschen gekleckert. Das macht nichts. Das war mal so der Deal bei meiner Mama und bei meiner Oma. Die kommt ja auch aus Salzburg. Und man musste sich quasi erst durch die Suppe durcharbeiten zum Kaiserschmarrn oder Topfenknödel. Die musste man sich verdienen. Das Süße musste man sich verdienen. Genau. Reißt mir das rüber? Das hat mir Mama nicht beigebracht. Danke, dass wir hier sein dürfen. Cheers. Gerne. Was tut man nicht alles für seine erwachsenen Kinder? Genau. Im Grunde haben wir uns ja selber eingeladen. Ne? Hot. Mhm. Also du eigentlich. Ich ja. Also die Waititi war auch eine Zeit, wo die ja am Anfang wieder so losging. Ne? Also es ging ja los mit, wir haben doch eine Videokamera, so ging es los, ne? Mit der Frage. Eine Digitalkamera, oder, ja. Ja, genau. Mit Videofunktion. Klar, ich habe dann, Vater war zum Glück nicht da und ich habe immer alles gern unterstützt, wo ich Kreativität gerochen habe. Na klar, Videokamera oder Digitalkamera war da. Und dann ging es los, glaube ich, mit erstmal harmlos, mit SpongeBob. Na, das haben die hier auf dem kleinen Balkon. Ist der runtergestürzt, irgendwas. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt irgendwo. Aber das war noch harmlos. Dann sind die immer mutiger geworden, weil die haben gemerkt, na, diese Matthias, ne? Genau. Und Phil, dann haben sie gemerkt, ja, das wird ja wirklich toll, da machen wir noch mehr. Und dann ging es los mit rüber zum Aldi, in die Einkaufswegen sich setzen und losdüsen, ja, kann wirklich was passieren. Also wenn ich das gesehen hätte, ich glaube... Also wir wollten Jackass nachmachen.
ich habe es dann immer erst zufällig irgendwo gesehen, wie die zu was schneiden und dachte, was habt ihr da gemacht? Ja. Das Coolste fand ich eigentlich, dass als ich so gerade so in der Phase war, Schule war vorbei und dann habe ich überlegt, was will ich machen. Und dann habe ich halt Schultheater und dann war ich beim Staatstheater Jugendclub in Nürnberg und habe halt so erste Theatererfahrungen gemacht und habe halt überlegt, ob ich Theater machen will. Mhm. Und dann hatte ich aber einen von den Schauspielern da gefragt und der meinte, dass sie halt super, super wenig verdienen. Mhm. Und dann habe ich halt mit Mama drüber gesprochen, dass ich vielleicht Schauspieler werden möchte, aber verdient man nichts und so. Und Mama hat gesagt, ja, ist doch egal, du musst Schauspieler werden, Philipp. Ja, sogar da. Sogar die meisten sagen. Ja, und das fand ich sehr cool. Also sind ja, viele Eltern, glaube ich, anders. Die erste Rolle am Gymnasium war lustigerweise gleich eine witzige. Da hat er so viele Lacher bekommen. Da war ja natürlich die ganze Schulaula voll und Philipp hat immer schon die meisten Lacher gekriegt. Und da war für mich klar, Philipp muss Schauspieler werden. So. Ach, schau. Da kann das. Es ist übrigens noch genug da, falls es nicht reicht. Und es gehört unbedingt, man kann alles Mögliche zum Kaiserschmarrn. Ich habe ihn ja original nach Mutters Rezept sozusagen. Der ist so gut, Birgit, dass du Gefahr läufst, dass ich wiederkomme. Ja, gerne. Auch abseits eines Drehs. Ready to rumble. Herzlich willkommen. Guck mal, das ist jetzt so ein bisschen wie bei Klein gegen Groß. Wir gucken uns jetzt mal das Kinderzimmer von Phil an. Also, da das ja jetzt das Zimmer meiner Schwester ist. Ach, das war früher dein Zimmer und ist jetzt, beziehungsweise... Nee, war dann noch, als ich raus bin, hat es dann Siri bekommen. Und sie war halt noch ein bisschen länger quasi in Hip. Wohnt jetzt aber auch in Köln. Mhm. Dementsprechend ist nicht mehr so viel übrig. Aber was ist denn noch von dir hier im Zimmer? Der Fernseher. Also hier stand der Computer und da ist eigentlich alles passiert. Also der Computer war das Tor in die Welt und Internet und ständig gezockt. Konntest du aber halt auch hier Windows Movie Maker waren dann die ersten Waititi-Sketche. Warst du denn der, die auch größtenteils geschnitten hat? Mit TC zusammen. Also okay. TC hat dann geklingelt, ist hergekommen und dann saßen wir hier und TC war direkt nebendran, ne? In der Nachbarschaft? Genau, und ein paar Häuser weiter. Okay. Ja. Und habt ihr von hier auch hochgeladen dann? Ja, also es hat dann so 3-4 Tage gedauert und dann war ein Video auch schon oben. So, bis das dann abgeloadet war, ja, ne? Also literally. Das waren wirklich... Ja, okay. Und es war Angstschweiß, weil ein kleiner Fehler... Und du musstest den Upload neu starten. Schon mal, ja, also das ist echt krass. Auch diese Schnitttechnik und so, ne? Ja. Windows Movie Maker damals, wie oft der abgestürzt ist. Ja. Und es gehört einfach dazu, dieser Angstschweiß, dass du irgendwie so eine Woche an einem Video gearbeitet hast, irgendwann nicht gespeichert hast, sondern es ist einfach so ein Tag Arbeit oder ein halber Tag verloren gewesen. Okay. Aber schön, ja, so ein bisschen auch hier zum Chillen und gemütlich eingerichtet. Yes. Mhm. Hier wurde ich gezwungen, Klavier zu spielen. Klavier zu lernen erstmal. Hier, das ist aus der Playlist Piano Songs to Get Laid. Sehr schön. Ja, wegen dem Song habe ich dann wieder angefangen. Gibt es so Songs, mit denen du bestimmte Dinge verbindest? Ach so, hier. Warte. Was verbindest du mit dem Song? Er kennt's. White Titty. Letzter Sommer. Das ist der letzte Sommer. Oh ja, das ist der
ist der letzte Sommer. Oh ja, es ist der letzte Sommer, sagen die Maya. Es ist der letzte Einhorn, fang's ein. Der letzte Mohikaner muss speien. Ja. Chris. Cool. Gab es für dich irgendwann mal einen Moment, wo du wirklich gedacht hast, komplett mit YouTube aufzuhören? Ja, nach Waititi, ja. Da war dann erstmal so dieser Anti-Move dann wieder. Und jetzt will ich was ganz anderes machen. Und dann dachte ich halt, dass es Schauspiel wird. Und ja, aber dann eben diese Erfahrung, dass du im Schauspiel so abhängig bist, wieder von so vielen Meinungen und anderen Menschen. Und dieses halt selber machen oder einfach machen, das ist halt das Geile an YouTube. Mhm. Und ja, und dann bin ich da wieder am Ende doch wieder gelandet und auch sehr happy damit. Mhm. Wie krass war das für dich in dem Moment, als du Nadja verloren hast, dann irgendwie mit YouTube weiterzumachen oder wieder anzufangen? Weil das ist ja wahrscheinlich so ein Moment, wo man sich sagt, ab wann darf ich wieder lustig sein? Oder darf ich überhaupt wieder lustig sein? Kann ich wieder lustig sein? Also ich weiß noch, dass in dem Moment, als es passiert ist, da war so gefühlt einfach erstmal, also gar nicht, also es hat keine Rolle mehr gespielt. Also ab dem Moment, wo sie quasi ins Krankenhaus kam und halt klar war, ihr Leben ist in Gefahr, war das auch einfach kein Thema mehr. Also YouTube war kein Thema mehr und Karriere einfach auch nicht. Und auch danach, man ist dann erstmal echt leer. Also es ist wie so, ich hatte ja dann auch öfter was dazu gepostet, wo ich das auch irgendwie beschrieben habe, wie sich das für mich angefühlt hat, war wirklich wie so ein Neuentdecken von wer ich eigentlich bin, weil ich halt mit ihr auch also seit meiner Jugend quasi zusammen war, seit der Schule halt. Und dann, du definierst dich ja auch über deinen Lebenspartner. Mhm. Und wenn der halt weg ist, musst du halt auch erstmal wieder rausfinden, wer du eigentlich bist. Und da war natürlich die Frage, wie geht's dann weiter? Aber habt ihr darüber geredet? Also so? Nadi und ich? Mhm. Also ja. So, hat sie dir dazu was gesagt? Also weil tatsächlich, also überhaupt, dass ich mich zum Beispiel da auch quasi geöffnet habe und das auch erzählt habe, auch online und auf Instagram, das ging alles von ihr aus. Also ich habe nichts gepostet ab dem Moment, wo sie im Koma lag und sie hat ab dem Moment, wo sie wach war, als erstes eine Story gemacht, wo sie gesagt hat, wann kann ich wieder surfen gehen. Und das war so stark, weil du musst dir überlegen, wenn du sowas erlebst, ne? Du bist im Koma und du erwachst wieder und so, du könntest dich ja auch erstmal, keine Ahnung, dafür schämen oder sonst irgendwas, bist da im Bett und so weiter. Und sie hat es eben null gemacht, sie hat es einfach erzählt, wie es ist. Das ist halt dann schon ihr Leben gewesen. Und und dann habe ich sie gefragt und sie meinte, ja klar, also erzähl das. Und das war super wertvoll für mich. Also das kann ich auch allen empfehlen, die einen großen Verlust erleiden, damit sehr offen umzugehen, weil ich habe so krass viel Unterstützung von allen Seiten bekommen. Und ich musste mich nicht verstellen. Und das war so gut, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du dann so tun musst, als ob die Welt für dich gerade in Ordnung ist. Und ich kann echt dankbarerweise sagen, jetzt so nach fast vier Jahren, dass ich echt durch viel Hilfe und gute Therapie und viel Unterstützung echt wieder gut klarkomme. Also es war auch um die Zeit des Jahres jetzt, ne? Ja, also im Juli. Ist das noch, also als sie gestorben ist, aber das fing ein bisschen früher an, ne? Um die Zeit, also das war die Zeit und gerade natürlich auch, wenn ich dann wieder hier bin und so. Kommt das heute noch zurück? Ja, gestern zum Beispiel habe ich auch noch, ich rede auch noch mit ihr, aber das ist immer schön. Ich weiß auch nicht, ob ich da, also ich weiß es nicht, was es ist, aber ich hatte ziemlich kurz nachdem das passiert ist, irgendwann so einen Moment, wo sie in meinem geistigen Auge aufgetaucht ist und ich wirklich mit ihr reden konnte.
Und das geht bis heute, funktioniert das. Also ich kann mit ihr reden. Sie sagt nie was, aber ich sehe ihre Blicke und ihre Reaktionen. Mhm. Und ja. Und das ist immer cool. Also es ist immer cool, wenn ich noch mit ihr quasi so kommunizieren kann. Mhm. Ja. Inwieweit, weil ich kann das natürlich nicht nachvollziehen, weil ich keine ähnliche Situation in meinem Leben hatte. Inwieweit oder an welcher Stelle braucht man einen Therapeuten? Wie kann der einem helfen? Was zeigt der einem auf? Also ich glaube, wenn du sowas... Ich bin ja eh mittlerweile der Meinung, dass es ganz, ganz vielen... Also ich finde, es ist das wichtigste Organ in deinem Körper ist dein Gehirn. Mhm. Und wir kümmern uns um Knieschmerzen extrem gut, aber super wenig um seelisches Leid und um den Kopf. Und ich bin der Meinung, das kann ganz vielen helfen. Es hätte mir vielleicht sogar schon davor auch schon geholfen. Mhm. Aber klar, bei so einem Schicksalsschlag wird einfach nochmal so viel aufgewirbelt. Und gerade in so einem Moment kann ich das jedem so sehr ans Herz legen. Also das habe ich wirklich gebraucht. Einfach jemand, der mir klar macht auch, was ich fühle und mir klar macht, dass es erlaubt ist, das zu fühlen, was man fühlt. Und vielleicht auch, dass man nichts dafür kann. Also so, dass man... Ja, ne, das ist ja, glaube ich, auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ne, dass man dem anderen ja irgendwie gerne helfen würde, aber nichts tun kann. Absolut. Vorwürfe sich selbst machen. Also auch das habe ich gelernt. Jeder Trauerweg ist total individuell. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt auch kein gutes und schlechtes Trauern. Es ist bei jedem anders, aber einfach Menschen zu haben, die einen da begleiten und eben auch professionell. Weil, also ich habe auch ein Buch gelesen und Interviews geschaut von einer, das hieß, glaube ich, 4-3, die hat ihre ganze Familie verloren. Was sie gesagt hat, was ich total schön fand, dass sie danach wie so ein Kind war eben, was die Welt erstmal wieder neu erfahren musste. Und gerade in so einer kindlichen Phase in deinem Leben, wo du halt ein neuer Mensch wirst, ein Stück weit auch, ist es ja super, jemanden zu haben, einen Therapeuten, der dich halt da an die Hand nimmt und dir erklärt, was bedeutet dieses Gefühl eigentlich oder was fühlst du eigentlich in dem Moment gerade wirklich? Weil diese Gefühle sind ja so stark und so viele, dass man die erstmal aufdröselt und checkt, okay, was ist das? Ja. Wie weit hat dich das verändert, die Erfahrung? Hat dich das sensibel gemacht? Hat es dich stärker gemacht? Hat es... Ja. Vielleicht so ein Stück greifer einfach. Also auf jeden Fall ganz viel gelernt über das Leben. Was mir gerade, das geht mir gerade durch den Kopf. Und eigentlich müsste ich vielleicht das nicht dich fragen, sondern viel eher Maria fragen. Wenn du jetzt in einer neuen Partnerschaft bist und deine Freundin, sprich Maria, weiß aber, und du sagst das ja häufig dann auch, ne? Also dass Nadja im Grunde die Liebe seines Lebens ist, war, fühlt sich das manchmal schwierig an? Ist das manchmal schwierig? Weil das ist ja vielleicht auch für sie so das Gefühl, naja, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich jetzt vielleicht gar nicht an der Stelle, weil dann wär das ja immer noch so, wie es damals war. Ja, ich glaube, ich habe ganz großes Glück mit Nadi und mit Maria und wie sie damit umgeht. Auch. Also per se schon mal kann ich sagen, ja, sowieso. Ne? Also, ja, ja. Und also es ist schwer gewesen, also für uns beide und auch für sie war das natürlich gerade am Anfang, war das nicht einfach und ich kann nur so den Hut davor ziehen, wie sie das angegangen hat, wie wir beide es auch angegangen haben. Aber ja, also auch für sie einfach nur, also das ist natürlich, es ist einfach, das muss man irgendwie dann vereinen können. Aber wir haben das, wir sagen uns selber oft, krass, dass wir das so geschafft haben und das geht. Also es geht, aber es ist natürlich auch jetzt einfach nicht die Normalsituation. Ne? Würdest du noch mal eine Reunion? Keine Pflaume bei dir zu Hause. Ja. Ja, das ist doch cool. Ist doch gut. So, wird es denn irgendwann noch mal ein Comeback von YTT geben? Also es gibt auf jeden Fall uns drei noch. Ja.
Tisi wohnt nebenan, kann er. Okay, können wir mal klingeln, können wir mal rübergehen. Genau. Ja. Ja. Aber ihr seht euch natürlich trotzdem nicht jeden Tag. Nee, Tisi war auf Weltreise jetzt. Mhm. Und ja, sehen uns jetzt eigentlich zum ersten Mal dann wieder. Wenn wir jetzt mal rübergehen und klingeln, ne? Wollen wir rübergehen, mal bei Tisi klingeln? Können wir machen. Ja. Let's go. Das machen wir mal. Ja. Also ja. Hast du gesehen. Seit er also noch nicht gesehen, seit er zurück ist, ne? Nee. Das ist ja richtig aufregend. Schon was länger her. Ja. Macht's aber spannend. Hm? Hallo? Der Hund hat gesehen, ich dachte, was los sei. Na, grüß dich. Gleichfalls. Gleichfalls. Was ist das für ein, Wachhund? Zeig dich mal. Hallo. Zeig dich mal. Wie lange bist du schon wieder zurück? Seit 3 Wochen, 4 Wochen. Aha. Ich war ja in Panama jetzt 2 Monate. Ich weiß ja, ob Philipp schon erzählt hat. Ich kann berichten, Phil war ein bisschen aufgeregt. Er hat gesagt, guck mal, wir haben euch jetzt auch lange nicht gesehen. Stimmt, wir haben uns auch ein halbes Jahr. Da muss halt aufgeregt sein, ne? Na doch. Krass, oder? Dann machen wir die Reunion jetzt komplett. Und dann reden wir darüber, wie es mit Waititi weitergeht. Genau. Ja, und ob Kai mit einsteigt. Wenn ich mit einsteige, ne, dann wird es einfach Kai-Titi. 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 Hast du das eigentlich mitbekommen, so die Zeit? Ja, ich habe gesagt, nicht die Anfänge nicht so sehr. Mhm. Also ich habe das dann so vor allem über die Musik. Mhm. Und dann auch natürlich, dass ihr ein Echo gewonnen habt und so. Ne, mhm. Dass es dann schon ein bisschen mehr so in die breitere Masse gegangen ist. Mhm. Ne? Den kennt man doch. Das ist der Russ. Ich muss noch kurz gucken, ob mein Pokémon drin bleibt oder ist drin geblieben. Ui, bist du auch wieder dabei? Prioritäten setzen. Ja, ich spiele wieder Pokémon Go. Ah. Hi, servus. Ich auch letztens. Grüß dich. Hey, ich hör's, ne? Servus, ne? Hi. Leute, ja, sieht man sich auch mal hier im echten Leben. Freut mich. Können wir den Moment mal ein bisschen zelebrieren? Das ist... Das ist der letzte Sommer. Das ist ja ein besonderer Moment. Wir weinen jetzt halt mal uns. Ach so. Erstmal seht ihr euch alle ja nicht jeden Tag. Ne? Ne? Schöner wieder zu sehen. Ich. Aber wir alle wissen, Jungs, am Ende nur die Liebe zählt. Ja, genau. Nein, aber was ich sagen möchte mit Zelebrieren ist ja, guck mal, das ist ja für die YouTube-Community, ist das ja ein Riesenmoment. Ja. Das stimmt. Guck mal es wieder. Ich glaube, so ist das wirklich das erste Mal jetzt wieder, dass ihr irgendwo... Öffentlich, ja, längere, vor längere Zeit. Das stimmt. In der alten Heimat, ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Doch, unsere Zeit ist oben, wir sind alt geworden. Hm? Das weißt du mal. Nur noch Honig im Kopf wie Dilly Hall davon. Ah ja, stimmt. Ja, das war ja unser letzter Song. Ja. Wir kennen unsere eigenen Texte gar nicht mehr. Wirst du noch angesprochen auf, hey, du bist doch... Zum Glück nicht mehr so. Also ich glaube, ja, das hat dann so 1-2 Jahre, nachdem wir aufgehört haben, dann schon abgenommen. Mhm. Jetzt ist es eher so, ja, es dauert dann so ein bisschen. Ich glaube, weil ich auch ein paar graue Haare und so. Und dann, ich sehe den Blick nämlich so, der ist so alt geworden, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ist. Also das heißt, du fandest es damals auch schon nicht so geil mit der Öffentlichkeit? Sagen wir mal so, es gehört halt zum Job dazu, mhm. aber es war schon stressig manchmal, klar. Oos war ja eigentlich unser Manager. Also Oos hat, Tisi und ich haben eigentlich Waititi gegründet und Oos hat mir auf ICQ geschrieben, kam plötzlich, au! Da hat er geschrieben, ihr braucht gutes Management. Warte, ganz kurz. Was bei mir? Gutes Management. Was hat er geschrieben? Reicht schon lang her, du. Und dann ist er erstmal als PR-Manager eingestiegen. Ja, wir waren 13 Grad. Genau. Ich habe irgendwie auch Bock mitzumachen. Irgendwie, es macht Spaß und ich kenne Philipp aus der Schule und wir sitzen nebeneinander. Und du wolltest trotzdem mitmachen? Ja, also obwohl du ihn aus der Schule kanntest. Ja, manchmal machen wir uns ja noch nicht so, aber deswegen frage ich. Bei Friends, glaube ich, dann irgendwie so in der Schule geworden. Mhm. Aber ja, ich habe dann, wie ich halt konnte, übers Internet dann mitgemacht und da war halt PR-Manager im Forum. Mhm. Hey, da gibt's diese Typen, die sind voll witzig, guckt euch die mal an. Ich habe mich immer so natürlich ausgegeben als irgendjemand. Und was man halt so macht. Es war auch besser, dass der Oster dazu kam, weil wir hatten eigentlich, wir waren zu dritt im Sommer und haben mit der Axt einfach ein bisschen auf Holz rumgeschlagen mit einem anderen Dude. Dann meinten wir zu dem, willst du nicht mitmachen? Nö. Also er hatte gar keinen Bock und darum war das dann
war das ganz gut, dass wir dann den PR-Manager Oos hatten, der dann auch noch vor der Kamera gut war. Und Phil dann direkt gesagt hat, ey, du siehst aus wie Jacob. Und dann, also Jacob von Twilight, und damals hatten wir so ein Twilight-Sitcom. Und dann ist er auch vor die Kamera halt gerutscht. Ne? Da wird nicht nur gekämpft in epischen Szenen, sondern auch mal gelacht. Über meine falsche Muskel. Auf jeden Fall nicht geplant, die vor der Kamera-Karriere. So castest du die heute noch die Leute, ne, für deine Sketche und der Casting-Couch. Also er kam ja dann zu mir in die Klasse, nachdem er dann eben eine Stufe runter und dann... Du bist eine Stufe runter? Also, na, das ist ja der... Ach so, hatte ich dir gar nicht erzählt. Nein, das war eigentlich so. Ah, die Schule war easy going. Pass auf, Leute, pass auf. Das ist der smarteste Move meines gesamten Lebens gewesen. Okay. Weil ich wurde gemobbt, ich war der Kleinste in der Klasse. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, logisch, pass mal auf, wenn du wiederholst, bist du ja der Rebell, bist du automatisch der Coole. Und der Größte. Genau, und du hast diesen Neuanfang, weißt du, neue Klasse. Und so bin ich zu Oos reingekommen und habe ihm und seiner Klasse von Anfang an verkauft, dass ich cool wäre. Ja. Also, alle haben es geglaubt. Alle haben es geglaubt. Barriere oder so war wie die Klasse von uns. Also groß warst du dann auf jeden Fall. Also, genau. Ja. Hat semi funktioniert, sage ich mal so. Das waren sich die Coolen, glaube ich. Nicht, dass ich wusste. Ich habe mich so gefühlt. Ab Schultheater dachte ich mir. Weil du dann deine Videos, Philipp, niemand außer dir fand cool, weil Philipp war dann so ganze Nacht, der hat dann angefangen, After Effects, und dann hat er so Rotoscope, hat so Laserschwerter, dass der dann so aus so einem Stock ein Laserschwert gemacht hat. Und der war so begeistert, niemand anders außer ich fand's mir cool. Fand das cool. Ist auch cool. Genau, das war's. So die, die es cool fanden, das ist dann irgendwie White Titty geworden. Ja, von außen war es schon eher der Nerd. Ja. Und das war, ja, ich glaube, das fand ich auch irgendwie einfach so sympathisch. Also ich bin, glaube ich, schon auch ein bisschen nerdy da irgendwie auch gewesen und immer noch. Und dass der auch so war. Und saß mir nebeneinander, die Klassenclowns und Nerds so ein bisschen. Ich spiele übrigens auch wieder Pokémon Go. Aber World of Warcraft nicht mehr, ne? Nein. Ja. Also das war nicht mein Vorschlag, aber die Jungs haben gesagt, lass du zum Rotsee fahren. Meiner war nackt. Also ich kann ein Foto machen nackt? Von euch, wenn ihr wollt. Aber ich bin nicht so wasseraffin. Kein Wasser-Pokémon. Kein Wasser-Pokémon. Die zu schade mal ansprechen. Hier auf der Wiese habe ich TC als Frau verkleidet mit einem Stock abgeworfen. Mhm. Legendär. Und dann hast du ihn ganz romantisch dann angeguckt. Genau. Der ist natürlich nicht vergessen. Das hier genau. Besen der Besen, die Love Story, da ging es los mit unseren Sketchen. Und da war, kann man sagen, eine der ersten Songparodien. Die ging dann in Amerika sogar viral. Wir hatten damals jemanden halt schwarz angemalt. Und zu Recht haben wir da so ein bisschen Hate bekommen. Aber mit 12 haben wir da halt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, war nicht damals so als Video. Wusste man ja damals nicht. Nee. Oos, wo bist du jetzt eigentlich vorhin hergekommen? Da haben wir gar nicht drüber geredet, im ganzen Überschwang, weißt du, dieser Wiedersehensfreude. Wir haben dich da am Bahnhof abgeholt und keiner hat gesagt, wo kommst du denn jetzt eigentlich gerade her? Warum sitzt du hier im Bahnhof rum? Ja, ich wohne ja auch in Köln und ich war noch in Nürnberg und dann bin ich halt rübergekommen. Also extra hier für euch. Also, weil ihr gesagt habt, es wäre irgendwie ganz cool. Weil ich bin halt einfach nicht mehr so oft hier. Also ich habe zwar noch Family in der Nähe von Hippolstein, also wo ich geboren bin und auch gewohnt habe, aber mein Lebensmittelpunkt ist halt schon Köln komplett. Ich habe auch so ein bisschen Bedenken gehabt davor. Ich hatte irgendwie nicht so Bock auf so ein klassisches Interview-Ding und haben wir auch gerade im Auto gesagt, dieses gefakte, jetzt geht der aufeinander zu und wir machen 4 Shots. Und das hat nee, das drehen wir gleich noch. Das ist ja der Abschied dann so. Okay, und bitte? Genau. Nee, aber völlig nee, wir gehen jetzt gleich angenehm. Hier auf so eine Hundewiese, dann stellen wir euch an so 3 Ecken und dann lassen wir euch in Slow-Mo so aufeinander zulaufen. Und wenn ihr euch dann trefft, springt ihr euch so ein bisschen an und schlägt euch ein bisschen ab und dann... Wir wollen es einfach noch mitnehmen, einfach so, wenn ihr Bock habt. Ja, einfach jetzt noch reinschneiden nach der Begrüßung so. Eigentlich muss es jetzt kommen. Also du kannst jetzt das nicht sagen und dann kommt es nicht. Es muss ich stehe genau. Also ich am Baum. Plan. Okay, sag den Plan. Mein Vorschlag wäre, wir kommen von 3 Seiten. Ja. Ihr quasi so close auf unseren Gesichtern, dann eine Totale, wie wir uns umarmen. Ja. Und dann kommt Kai so hinter uns so her und sagt, dann nur die Liebe zählt. So. Ja. So, oder jeder lehnt an den Baum. Kai kommt und wir sind total überrascht, dass wir alle an diesem Ort sind. Wir drehen das jetzt alles und dann schicken wir euch das Rohmaterial. Wir schneiden. Und dann laden wir das hoch und so. Ich schneide nichts mehr. Ich habe nur mit Movie Maker. Ich schneide nichts mehr. Nur mit Windows Movie Maker. Ich zu viele Nerven gekostet. Hollywood! Er kann es noch! Ah, geil!
Die Messlatte ist sehr hoch, Leder. Leder, die ist sehr hoch. Wir brauchen einen anderen Baum, der ist zu schmal. Fühl den Baum. Was soll ich machen? Bin ich der Schauspieler? Ja, du bist der Director. Nee. Doch, ist dein Kanal. Nein, das ist euer Video. Das ist okay. Euer Part of the Video. Director, was soll ich machen? Stehen. Stehen, ja, fühl dich erstmal rein. Ja, du kriegst so eine, Erleuchtung. Ne? Also quasi, stell dir vor, du wirst von Amor geküsst. Okay, ich bin ja. Biete mal was an. Biete uns mal was an, okay, und improvisier mal ein bisschen. Jetzt kann ich mich reinfühlen. Ich bin unsichtbar. Du kriegst so ein. Und dann läufst du nach vorne raus. Und dann kommt ja das, ihr lauft aufeinander zu. Das müssen wir dann ja auch nochmal, wie wir dann uns treffen, ne? Genug. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich hier filmen, wo wir uns alle treffen. Genau, also erstmal brauchen wir natürlich noch die Bilder, also sozusagen ja, immer aus dem Point of View, wie ihr aufeinander zukommt. You were there when I fell asleep, but now I dream and all that I see is you and me. Hallo Hollywood. Wir sollten echt eine Produktionsfirma zusammen gründen. Mhm. Mit so einem Content. Kai Titty Productions. Weil es sieht ein bisschen aus, als würde ich mich so voll. Würde mich so wrestlen, sieht das ein bisschen aus, aber. Ich frag mal da vorne, wo man das ausleihen kann. Du holst dir doch nur heimlich ein Eis. Guck mal, karibisch, oder Kai? Das ist wirklich, muss ich ja sagen, feinster Sandstrand. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ui! Ui! Voll erwischt. Da ist noch Wasser drauf, ja. Scheiße. Also, würdest du sagen, das Boot ist dicht, oder? Das hat man damals bei der Marine gelernt. Dorale. Ich hab hier alles. Okay, dann erstmal rückwärts, oder? Oh, was? Ja auch. Drei, falsche Richtung. Nein, nichts falsche Richtung. Man kann hier nicht so, wow, man will. Sorry. Rückwärts. Ich lenke doch in die richtige Richtung. Oh, wie knapp. Sehr gute Sache. Boah, voll knapp. Keine Panik auf die Titanic. Jetzt kommen wir rum hier. Jetzt wird das was. Wir müssen alle winken. Hallo. Hallo. Servus. Oh, wenn auch das gute Spiel. Yeah. Das ist romantisch, würde ich sagen. Was hättest du dir denn mit von uns so gern gewünscht oder was hättest du heute gern gemacht? Das war ja bestimmt nicht dein. Du bist ja morgen nicht aufgewacht und dachtest dir, ich wollte schon immer mal auf dem Rotzen mit dem Drehboot fahren. Oder was hättest du, was sind deine Hobbys so? Meine Hobbys? Ja, das sieht mir jetzt schon mal. Ich bin hobbylos, deswegen mache ich ja YouTube. Okay. Das eint mich mit vielen anderen. Du hast alles, keine alles. Angst. Also, ich hab Angst. Dass du jetzt mit uns hier ganz allein jetzt hier bist. Was? Ohne Kameramänner. Also jetzt, wo du so das so sagst. Ja, die können wir vorne schnell drüber schubsen. Was machst du jetzt mittlerweile? Was? Das ist eine gute Frage. Nee, Quatsch. Also ich habe letztes Jahr mit meiner Freundin haben wir unsere Wohnung gekündigt und haben halt gesagt, wir wollen mal komplett irgendwie. Wie soll ich sagen, haben mal die ganzen Sachen irgendwie aussortiert, die wir hatten. Ein paar Sachen bei meiner Freundin, bei den Eltern untergebracht und sind halt jetzt so am Reisen und können halt von unterwegs arbeiten. Also ich biete kreativ Konzepte an, ich helfe auch meiner Freundin ein bisschen beim Content. Die macht halt so Näh-Content und so Upcycling-Stuff. Mhm. Und ja, da haben wir gerade voll unsere Erfüllung gefunden bei diesem wenig haben und reisen, unterwegs sein. Also in der heutigen Zeit, das coole Wort dafür ist digitale Nomaden. Aber ja, das ist halt für mich so gerade aktuell der Lebensstil, wenn man mir sagen würde, du musst jetzt wieder irgendwo fest hinziehen, würde ich Gänsehaut bekommen. Mhm. Vielleicht ist das auch irgendwo eine Flucht. Also ich bin immer sehr reflektierend und frage mich immer, warum ich etwas mache und denke dann nicht, oh ja, das ist jetzt der Lebensstil, sondern ich denke schon, dass ich vielleicht vor irgendwas fliehe, aber irgendwie dieses Fliehen tut mir gerade trotzdem gut. Oder das gibt mir eine Freiheit und eine Sicherheit, wo meine Eltern sagen würden, die würden sich total unsicher fühlen, keine feste Wohnung zu haben, kein
festen Job, wo man dann wirklich sagt, ich mache jetzt das, oder ich moderiere oder ich bin Schauspieler. So, ich mache eigentlich das, worauf ich Bock habe und wo es natürlich dann auch Geld gibt. Ne? Am Ende des Tages ist Geld schon wichtig, aber ich habe mich nach Waititi einfach mal gefragt oder habe eingesehen, dass wir alle immer zu sehr auf Arbeit fokussiert sind und das Leben hat viel mehr Potenzial als nur Arbeit. Ja. Das ist halt ein Teil von deinem Leben. Das ist der Luxus dann am Genau, Ende, ne? Genau. Da kannst du dir natürlich Reisen erlauben und alles, aber nur sich über seine Arbeit zu definieren oder immer nur Ziele in der Arbeit zu haben, war für mich irgendwie nach Waititi. Ich habe irgendwie da ein bisschen mehr Inhalt in meinem Leben, mehr Substanz gebraucht als nur Arbeit. Mhm. Und das ja, erfüllt mich aktuell total. Mhm. Bist du dann contentmäßig noch irgendwo präsent? Also bist du öffentlich auf Instagram oder irgendwo, also so, dass man... Also ja, aktuell nicht. Ich habe irgendwie mal auch ein bisschen Abstand gebraucht, weil wir haben das zu dritt gemacht und danach habe ich gemerkt, so, dass es mir alleine einfach nicht so Spaß macht. So, ich war nie, also ich stehe schon mal gerne im Mittelpunkt, würde ich behaupten. Ich bin auch gern vor der Kamera, aber es erfüllt mich jetzt auch nicht, so meine eigene Show. Ich finde es jetzt viel schöner, mit euch so zu drehen, als wäre ich jetzt hier allein und würde irgendwas von meinem Leben erzählen oder irgendeinen Content machen. Aber jetzt so ein bisschen kitzelt schon wieder natürlich, dass man mal wieder irgendwas macht und aktiv wird. Aber ich glaube auch, dass wenn man so lange nichts macht, dann ist wieder dieses Ding, oh fuck, jetzt habe ich so lange nicht und jetzt traue ich mich quasi nicht, obwohl ich eigentlich vielleicht wieder wollen würde. Mhm. So. Ja. Ja, und wo macht man dann auch weiter? Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch zu dritt wieder was machen würdet, an welchem Punkt setzt man dann an? Du willst es unbedingt. Nein. Ich fände es toll und ich glaube viele andere ja auch. Aber trotzdem müsste man sich die Frage stellen, es wäre eine gewisse Erwartungshaltung da. Mhm. Das ist quasi so wie jemand, der jahrelang in der Musik mit deutschen Texten erfolgreich war, dann eine Weile weg war, dann wiederkommt und dann ein englischsprachiges Album macht und alle so, oh nee. Ja, ich glaube, wenn wir was machen würden nochmal zu dritt, glaube ich, wäre das voll die spontane Aktion und würde einfach entstehen. Ich glaube nicht, dass wir drei nochmal so wie früher sagen würden, jetzt machen wir einen Contentplan, jetzt treffen wir uns, jetzt bauen wir es wieder auf, jetzt gucken wir, wie wir marketingtechnisch Klicks erzielen oder welchen Content wir drei mögen, sondern ich glaube, wenn, dann würde das so aus einem Spaß entstehen und dann hätten wir auch voll Bock und würden wahrscheinlich mal ein Projekt zusammen filmen, weil wir Bock drauf hätten. Also so könnte ich mir, wenn dann in dem Rahmen, könnte ich mir das, glaube ich. Das müsste auch die einzige Motivation wäre dann auch wirklich nur Spaß, weil es klingt richtig abgehoben, glaube ich auch. Und aber wenn man es auch ein bisschen erklären kann in dem Kontext, auch mit ein bisschen Abstand kann man das ja sagen. Wir haben damals mit Waititi ja eigentlich alles mal gemacht. Also was ist die Motivation außer, hey, es macht uns einfach Spaß, dann machen wir es halt. Aber was sonst, also was, wir haben den Kanal gemacht damals, dann irgendwie war es der erfolgreichste und wir haben alles mögliche und auf Tour und Millionen Abos und was ist die Motivation, da jetzt dann aber auch langfristig wieder dran zu sein, wenn wir es nicht aus Verzweiflung machen, wie vielleicht irgendwie Boybands von früher vielleicht, die dann wieder. Du meinst, wo die Kohle alle ist. Ja, das hat natürlich immer so einen Beigeschmack ja auch. Und wenn das nicht die Motivation ist, ich glaube, dann ist Spaß. So. Dann natürlich so. Das ist dann aber einfach vielleicht einmalig, mal hier und da. Aber ich glaube, wir sind auch, deswegen haben wir das ja auch, als wir es dann gemacht haben, schon echt verfolgt. Dass wenn wir das machen, dann wollen wir es auch richtig machen, so ein Projekt. Und dass es auch ein Ziel hat und es war dann auch eben für mich auch wichtig, also lieber dann auch einen Cut zu machen, also als wir dann noch aufgehört haben und dann wollte ich für mich dann eben nicht so ein bisschen weitermachen, weil ich keine Vision hatte, ich wusste eben nicht, ob ich jetzt da allein, ja, ob mir das dann wirklich auch so Spaß macht und ob warum überhaupt und mein Ziel ist eben nicht vor der Kamera zu stehen, also dann mache ich es auch lieber nicht, dann mache ich es jetzt nicht halbgar und Siehst du, da warst du der Einzige, der definitiv immer vor der Kamera, müssen wir treten. Du warst der Einzige, der definitiv immer vor der Kamera stehen wollte. Ja, ging schon. Wir fahren. Okay. Wir müssen nach links. Sorry, wir wollen doch nichts vertreiben. Wir fahren nach links. Machen wir, sorry. Als wir dann auch mal beim Echo waren oder so, das war ja auch so, wir sind in diese Welt eingetaucht und haben schon aber auch gemerkt, ach, das ist denen zu klamaukig, wie wir sind und so diese Kids und das war alles so ernst und das war so, deswegen waren wir auch dann immer wie so Aliens und wir haben uns auch so komisch, so was sind hier diese YouTube-Leute und immer so abfällig und das war einfach, alle nehmen sich sehr, sehr ernst und ja, haben uns auch so nie
richtig willkommen heißen wollen. Mhm. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt krass anders ist. Aber das war natürlich schon, hat uns dann natürlich auch frustriert manchmal. Also man gibt sich irgendwie Mühe und wir sehen, ey, wir erreichen Millionen Menschen und so viele Leute. Und es gefällt anscheinend allen und wir haben Spaß und den Leuten gefällt es. Das ist so eine neue Art von Comedy. Aber die herkömmliche so Comedy-Szene, so, dass denen alles dann schon wieder zu klamaukig und ja, war natürlich schon frustrierend. Also, dass das dann nicht so. Dass keine Akzeptanz findet dann am Ende. Ja. Aber ich fand es trotzdem cool. Zum Beispiel, Urs hatte mal zu einer Aftershow-Party halt Jogginghose an. Ne? Oder ich hatte einen Pulli mit Life is a Bitch, wo alle einen Anzug anhatten. Mhm. Und das haben wir halt einfach auch ein bisschen so durchgezogen. Oder ich weiß noch, da hatten wir mal ein Interview und haben ein bisschen so rumgeblödet. Wir hatten immer so einen Move. Wir haben immer so in die Kamera gemacht, so unser Bravo-Lächeln. Das haben wir immer so. Stinkert. Genau, voll überzogen eigentlich bei jedem Interview extra gemacht. Und dann war irgendwann so ein Kamerafotograf und der meinte so, also so langsam reicht's mir mit euch, mit eurem Rumklamauke. Wisst ihr eigentlich, wenn ich schon alles von dieser Kamera hatte und so. Und dann schaut der Urs so, schaut zu die Kamera an, ist das nicht die neue Mark III? Die ist erst seit einem Monat draußen. Also so viel hast du bestimmt noch nicht vor der Linse gehabt. Und dann ist sein Mund ist so runtergefallen und der konnte dann auch nichts sagen. Aber ja, der Urs hat schon recht, das war immer sehr klamaukig, aber vielleicht auch so eine Art von uns, nicht alles immer so ernst zu nehmen. Ja, aber das war nicht so extra, also ich bin ja nicht extra Enjoying-Hose dahin, weil ich will jetzt das dann wie so ein Punk und ich will, dass die dann Fotos machen, weil einfach so fühlst ich, du mir das ist es einfach egal. Ich, das, die geht immer so lang, die Echo-Veranstaltung, ja, dann will ich halt in einer entspannten Hose einfach halt sitzen, ja. Gehe ich halt so hin und dann macht die Bild ein Foto von mir dann irgendwie auf dem Teppich und hier das schlechteste Outfit des Abends und denke ich mir, ja komm, ist doch, ja, wenn ihr meint. Ich fand es stylisch. Ich fand, das war auch das Schöne zu dritt, weil wir alle, glaube ich, uns schon so von unsere Art her einfach auf solchen Galas nie so wohl gefühlt haben, aber so zu dritt ging das dann schon wieder, weil wir halt einfach unser Ding. Genau, ja, und wir waren so Bros halt in dieser Welt, aber haben da trotzdem das Erste, was wir immer gemacht haben, ist halt das Buffet gestürmt, das war auch immer geil. Und ich muss sagen, dass ich das zum Beispiel dann echt vermisst habe, so danach, so alleine zum Beispiel auf dem Comedy-Preis, das war einfach ekelhaft so, weil ich brauche auch, so ich nehme halt diese Energien auch sofort wahr. Also hast du halt schon, alleine ist es, finde ich, nochmal was anderes in Jogginghose, also aber braucht nochmal mehr Balls, diese Energie dann zu behalten, wenn du allein bist. Das ist automatisch ernster, direkt alleine. Ja, aber wir haben uns aus allem ein bisschen Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, die Leichtigkeit, die wir dann auch. Oder deswegen hatten wir vielleicht dann auch so diese Abonnenten, weil diese Leichtigkeit rüberkam. Ich glaube auch, dass wir nicht jedermanns Humor getroffen haben. Und es ist auch unmöglich. Aber ich glaube, dass diese Leichtigkeit eben das war, was wir halt aber auch nicht vor der Kamera hatten. Das war ja auch dann das, ich meine, alle sagen immer, ja, und das Influencer hier, die müssen alle authentisch sein. Ich glaube, warum wir uns dann alle gefragt haben, ich glaube schon, dass wir authentisch waren in dem, dass wir wirklich, ich weiß noch, bei Stefan Raab, ich meine, kurz bevor wir dann da sind bei TV Total, haben wir für ein Video, habe ich mir da so irgendwie hier an der Seite so richtig hässlich das wegrasiert für ein Video. Stimmt, und dann sagen wir, mit so einer Scheißfrisur bin ich dann da hingegangen. Und dann trotzdem einfach, ja gut, dann gehen wir halt dahin, ist doch egal. Ja, ich glaube, das war natürlich auch noch eine Zeit, da hat man ja wirklich davon sprechen müssen, dass zwei Welten aufeinander getroffen sind. Ja, ne? Also das klassische Fernsehen, das sich ja auch vielleicht noch für unantastbar gehalten hat zu der Zeit. Mhm. Und dann eben die neue Welt, YouTube, wo viele noch gar nicht so absehen konnten, was da eigentlich alles dahinter steckt und auch wie viel Aufwand das ist, ne? Aber auch welche Möglichkeiten es natürlich bietet. Ja. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile durchaus ein bisschen geändert und man sieht, die Welten rücken auch ein bisschen näher zusammen. Also ich versuche da auch ein bisschen, zumindest also gar nicht so, ne, dass das so das ist, was ich primär tue, aber so ein bisschen vermittelt das ja auch, ne, dass man einfach mal so in die verschiedenen Lebenssituationen auch reinguckt. Das Gute ist halt, man muss nicht mehr, wenn man jetzt über YouTube und so leben, wirklich von null anfangen, das mussten wir damals. Wir waren so wirklich, als wären wir so die Pressesprecher von YouTube, wo wir dann so rumgehen und immer erklären müssen, wie ist das überhaupt, ach, kann man denn davon leben und wie die drei Fragen beantwortet haben. Aber die Fragen kriege ich ja immer. Lustigerweise heute ja auch, nein, die kriege ich anders gestellt, ne? weil heute ist es ja so, ne, dass ich jetzt so lange schon beim Fernsehen bin und jetzt dann YouTube auch mache und einen Instagram-Kanal habe, dass dann Leute so denken, also bin ich der Weirdo, ne? Also so,
Ja, du hast ja auch so Social Media. So, Post. Ja, machst du da, postest du denn Essen dann jeden Tag? So, oder was machst du da so? Weißt du, so, das wird ja immer warum so ein bisschen... Warum hängst du mit Jesus? Ja, genau. Ja, aber das sind ja alles so diese Dinge, die da immer so dann zusammenkommen. Also wo viele es auch gar nicht verstehen wollen. Mhm. Ist ja, ja auch okay, muss ja auch gar nicht. Vielleicht auch irgendwo eine Neid trotzdem durch die Blume, vielleicht weil man das Verständnis nicht hat und dann etwas belächelt, was vielleicht aber auch vielleicht einen erfüllt oder vielleicht nicht nur irgendwie aus Essens-Postings besteht oder wie bei uns, wie es denn Pandas. Bei uns war es noch dieses, wir waren, eigentlich gab es ja immer nur Tiere auf YouTube und wir wurden immer gefragt, ob wir jetzt wie niesende Panda sind. Das war noch mal weirder, weil heutzutage bist du da wenigstens wirst du mit einem Influencer, der Essen postet, verglichen. Aber wir wurden mit einem niesenden Panda und süßen Katzenbabys in einen Topf geworfen. So. Finde auch hier und da. Passt, ne? Passt. So ein bisschen. Ich habe gehört, du willst reinspringen. Wenn jetzt die Sonne draußen, jetzt bist du eigentlich rein. Jetzt haben wir mal Zeit, oder? Sie können auch da rüber zur Plattform fahren. Ja, komm. Da mal ankern. Das ist der Badesee. Ach so, es kann sein, dass wir da nicht reinfahren dürfen. Dürfen eigentlich doch nicht. Ach. Das ist ja keiner da. Da müssen wir keine Getränke. Da müssen wir den Allmann fragen. Also, ich weiß nicht, ob es nicht geht. Das ist halt eine Ordnungswidrigkeit. Leg mal zusammen, ne? Ich bin nicht gefahren. Ich glaube, das war auch das Besondere, dass wir auch verschiedene Eigenschaften hatten. Jemand, der ein bisschen schissriger ist bei Sachen, jemand, der komplett YOLO ist und einer, der neutral ist. Und das hat das, glaube ich, auch eine lustige Situation gebracht. Der Baba. Ja, ich glaube, der TC hat mich schon öfter mal angestiftet zu sagen. Also oder war es andersrum? Also ich würde durch die Badezone eiskalt fahren. Ja, der Kai hat jetzt umgelenkt. Ja, ich habe jetzt hier nochmal. Der Kai? Ich wollte so rein, hier so rein. Der Kai hat das Allmann-Level gerade hochgefahren. Komm, slide in die DMs, like. So, was halten wir fest? Wir halten fest, wenn es nochmal eine Comeback. Nein, ich will ja nur nochmal noch ein Fazit ziehen. Ja. Wenn es irgendwann nochmal ein Comeback geben sollte, dann bin ich in irgendeiner Form dabei. Willst du es anmoderieren? Also Minimum ein Featuring. Klar. Genau, Waititi Featuring. Kai Pflaume. Kai Pflaume. Genau, Pflaumen, Daumen. Mhm. Ja. Und ansonsten ist ja auch gut, wenn es so bleibt, wie es ist. Ja. Oder wenn man halt Bock hat. Klingt doch gut, dann lassen wir uns alle Türen offen. Ich finde, es schließen alle gleichzeitig dazu. Ja, klar. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Filzkanäle. Abonnieren. Ja, da gibt es jetzt auch ein Video mit dir. Ah, ja, da gibt es ja, genau. Gibt's genau. Ja auch das, ja. Welches kommt jetzt? Das, hier Herzblatt. Herzblatt. Machen wir, denke ich, ja. Mhm. Aktiviert die Glocke auf seinem Kanal. Gebt ganz einen Daumen wichtig. Nach oben. Und gebt dem Video einen Pflaumendaumen. Und kommentieren. Eine Kommentarfrage, was wäre eine Spanne? Was würdest aber wir haben ganz viele, also meinst du zu euch noch? Ja, was die Leute unten reinschreiben können. Naja, wir haben ja ganz viele Sachen so zwischendurch schon mal erfragt, aber ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen würdet, fühlen würdet, so eine Reunion, so ein Comeback von Waititi. Setzt uns unter Druck, komm, scheiße. Schreibt es in die Kommentare! Genau. Wenn ihr Waititi wiedersehen wollt, auf der Bühne, auf YouTube, dann haut eine Eins in den Chat. Alles zusammenhauen. Skrr, skrr. Und trinkt eine ordentliche Alge. Ja. Ja, aber so sieht's aus. Ne? Habt ihr noch irgendwas, müsst ihr noch was verkaufen? Den Kanal deiner Freundin, den... habt ihr noch irgendwas, sonst irgendwas? Altes Merch, was noch irgendwo rumliegt? Ja. Gibt es irgendwo noch Waititi-Merch? Ja, ystuff.de. Gibt es noch, ja? Wird immer noch produziert? Nicht neu produziert, aber das Lager wird noch abverkauft. Es ist Retro, mittlerweile wieder Retro. Ja. Okay. Ich glaube schon, ja. Jetzt springen wir noch mal ins Wasser, glaube ich, hin und wieder. Ja. Das wäre auch noch mal so ein schönes Schlussbild, wie wir gemeinsam so reinspringen und dann ist aus. Ja, das war ja auch der Plan, aber... Ja, ihr könnt... In der Post-Production. Du ersetzt mich einfach, ihr drei. Das macht das schön. Okay, danke, Kai. Ehrenaktion. Ich helfe definitiv. Philipp? Heine Witka. Dieses Video ist gesponsert vom Tourismusverband Rufi. I don't have a 9 to 5, but I'ma find some commas. I don't need $1 million. I just wanna wipe some kids and a few less problems.